Hier ist der Vogelwart, lustig und witzig, wie immer die neueste Nachricht und die Kommentierung der Tageslage aus Echtzeit und Pressenachrichten. Ich habe heute Montag, den 5. März 2012 und bereits ja vorgestellt, das neue Deutschland und die Teil der New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Echtzeitnachrichten, und ich habe hier etwas Besonderes in der Süddeutschen Zeitung herausgesucht, das ich hier mal exponieren wollte, weil ich glaube, dass es in der Vielfalt der wirklich wichtigen und bedeutenden Angelegenheiten, die ja auch unser Nervensystem irgendwie kitzeln oder dann eben überfordern und desensibilisieren, untergehen mag. Das ist folgende Thematik. Cebit-Messe heute eröffnet. Hier, in China droht der Knall. Ich habe das gelesen, das ist hier Seite 4, das ist immer ein wichtiger Kommentar, hier findet man immer die schlauen Sachen von Heribert Trampel aus der Süddeutschen Zeitung, und habe das also gelesen. Christoph Giesen ist mir nicht ausdrücklich ein Begriff. An diesem Montag tritt Chinas, in Bayern sagt man übrigens China, wie Chiemsee. China. An diesem Montag tritt Chinas Volkskongress zusammen und 3000 Delegierte aus allen Landesteilen werden nach Peking kommen. Im Staatsfernsehen wird es wieder viele bunte Trachten zu sehen geben. Uiguren, Mongolen, Tibeter. 56 Nationalitäten leben in China. Die staatliche Propaganda wird ein Bild der Einigkeit zeigen. China, der friedvolle Vielvölkerstaat. Nichts ist friedlich in China. In Sichuan verbrennen sich seit März 2011 Monat für Monat tibetische Mönche. Soldaten patrouillieren inzwischen mit Feuerlöschern und riegeln die Klöster weiträumig ab. In der muslimischen Provinz Xinjiang im Westen Chinas kommt es immer wieder zu blutigen Aufständen. Erst vergangene Woche starben in der Präfektur Kaschgar 20 Menschen bei Zusammenstößen mit der Polizei. Die Kommunistische Partei tut die Unruhen als separatistische Angriffe ab, die niedergeklüppelt werden müssen. Dabei findet längst überall im Land Demonstrationen statt. 180.000 unangemeldete Proteste im Jahr, fast 500 täglich. Die Ursachen sind vielfältige. Umweltverschmutzung, nicht ausgezahlte Löhne, Polizeigewalt oder Landenteignungen. Ende Dezember protestierte ein ganzer Ort gegen die lokalen Kader. Die Bauern im südchinesischen Wukan besetzten die Verwaltungsgebäude und vertrieben die korrupten Beamten. Die Ackerland an einem Immobilien und so weiter und so fort. Das ist also eine wahnsinnige Menge von Sachen, die wir hier nicht sehen können und nicht wissen können. Aber die Funktion in der Gesellschaft kann ja leidend, still hinnehmend oder sonst was sein. Hier ist jetzt offensichtlich im Rahmen der Weltannäherung Chinas und auch der gesellschaftlichen Verdichtung durch Kommunikation, durch Straßen, durch Autos, durch Internet und so weiter, hier offensichtlich etwas eskaliert im Sinne von Ruhe oder Unruhe in China.
Und hier heißt es also, die rund 300 Millionen Nutzer des populären Kurznachrichtendienstes Weibo, das ist sowas wie Twitter, müssen sich mit ihrer Ausweisnummer registrieren. Außerdem erteilten Pekings Zensoren den chinesischen Fernsehverbot. Pro Woche werden nur noch 35 Fernsehshows im staatlichen und so weiter. Es schließt dieser Artikel hier: Im Oktober gibt Hu Jintao nach 10 Jahren die Parteiführung ab. Vizepräsident Xi Jinping, das ist der flotte Mann, der auch im Westen studiert hat, der jetzt gerade in Amerika sich vorgestellt hat. Xi Jinping, das können wir uns merken. Xi Jinping, der wird vermutlich ein wichtiger Name für uns werden. Xi Jinping übernimmt. Er muss sich rasch an die Reformen machen, die Hu Jintao seit Jahren verschleppt hat. Folgt er nicht dem Vorbild Guangdongs und setzt weiter auf einen nationalistischen, hymnenschmetternden Staat, droht China der Knall. Hier Überschrift, in China droht der Knall. Das ist hier meine Nachricht in dieser Speed of Light, lustig und witzigen Internetshow für YouTube und wenn man davon genügend hat. Ich habe noch nicht genügend, ich werde jetzt mal eine andere Krawatte umbinden und dann weitermachen.